Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen bei einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Das ist jetzt heute inzwischen schon der sechste Beitrag im Abschnitt elektromagnetische Wellen. An der Anzahl sieht man natürlich auch, dass das ein besonders wichtiger Teilbereich der theoretischen Elektrotechnik ist. Und wir werden heute mit den Kugelwellen eine weitere Klasse an Lösungen der homogenen Wellengleichung kennenlernen. Der Ausgangspunkt dafür ist natürlich dann die homogene Wellengleichung selber, die hier also nochmal hingeschrieben ist. Für diese Gleichung hatten wir bisher ja die Ebenenwellenbereich bereits als wichtige Klasse von Lösungen kennengelernt. Häufig ist es aber so, dass wir Probleme haben, die eine Symmetrie haben, die es nahelegt, dass auch die Lösungen eben kugelsymmetrische Lösungen sind. Natürlich ist das eben insbesondere dann der Fall, wenn das Problem selber schon eine gewisse Kugelsymmetrie hat. Und die Lösungen, die man dann versuchen kann, ansetzen kann, das sind eben die sogenannten Kugellösungen. Und diesen Ansatz, den schauen wir uns jetzt an. Und Ansatz heißt natürlich, dass wir eine bestimmte Annahme über die Lösungsfunktion Psi machen. Naja, und bei einer kugelsymmetrischen Lösung ist der Ansatz klar. Da wird man also ansetzen, dass wir die Ortsabhängigkeit genau in der Form haben, dass das Ganze eben nur vom Betrag des Ortsvektors abhängt und nicht von der Richtung des Ortsvektors. Das ist ja genau die Aussage, kugelsymmetrische Lösung. Und jetzt stehen hier natürlich Operatoren drin, einmal der Laplace-Operator und einmal die zeitliche Ableitung. Die zeitliche Ableitung, da verändert sich ja jetzt zunächst mal nichts, wenn wir diese spezielle räumliche Abhängigkeit nehmen. Aber wir können uns natürlich die räumliche Ableitung, also den Laplace-Operator, anschauen. Und Kugelkoordinaten kann man sich den zunächst mal noch mal ganz allgemein hinschreiben. Das ist hier die obere Zeile. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Das kennen Sie ja auch schon aus anderen Zusammenhängen. Klar ist, wenn jetzt Psi tatsächlich nur von R-Betrag abhängt, dann fallen ja alle Terme weg in den Ableitungen nach Theta oder Ableitungen nach Phi stehen, sodass also nur hier der erste Summand übrig bleiben wird. Sprich, in unserem Fall kugelsymmetrische Lösung, da gilt eben einfach das Laplace Psi gleich 1 durch R und dann die zweite Ableitung nach R-Betrag von R mal Psi ist. Ja, und das haben wir hier auf der nächsten Folie oben einfach nochmal, damit wir es nicht aus dem Auge verlieren, nochmal hingeschrieben. Und das brauchen wir jetzt natürlich nur in die Wellengleichung einzusetzen. Wenn wir das in die Wellengleichung einsetzen, also hier nochmal die Wellengleichung, Laplace Psi minus 1 durch Vc Quadrat nach dt Quadrat Psi gleich 0. Hier für Laplace Psi setzen wir jetzt einfach den Operator ein. Und wenn wir jetzt beide Seiten der Gleichung noch mit R multiplizieren, dann fällt hier vorne das 1 durch R weg. Stattdessen bekommen wir im zweiten Summanden natürlich einen Faktor R dazu, den wir aber auch unter das T-Differential ziehen können. Weil bezüglich der Differenziation nach C nach T ist das ja eine Konstante. Und auf die Art und Weise bekommen wir unsere homogene Wellengleichung in diese Form hier umgeschrieben. Ja, und das ist sehr interessant, weil das, was hier vorne steht, das ist ja jetzt einfach der Wellenoperator eindimensional hingeschrieben bezüglich R und T.
Und das Ganze wird angewendet auf R mal Psi, also ist offensichtlich R mal Psi eine Lösung der homogenen eindimensionalen Wellengleichung. Das heißt, Psi ist Lösung der kugelsymmetrischen homogenen Wellengleichung, wenn R mal Psi Lösung der homogenen eindimensionalen Wellengleichung ist. Und das Schöne ist, dass diese Lösungen ja schon bekannt sind. Das haben wir im Block über die ebenen Wellen gemacht. Das heißt, wir wissen an dieser Stelle schon, wie wir R mal Psi schreiben können, nämlich offenbar als Überlagerung der Funktionen Psi plus und Psi minus. Schauen Sie im Zweifelsfall nochmal in den Block über die ebenen Wellen rein, wenn Sie das nicht mehr genau präsent haben. Das heißt, dass R mal Psi gleich dann eben Psi plus. Das Argument ist jetzt Omega T plus K mal R. Und dazu wird addiert das Psi minus, dessen Argument Omega T minus K mal R ist. Und nochmal zur Erinnerung, Omega durch K ist ja die Phasengeschwindigkeit, also gilt hier auch eine Beziehung zwischen Omega und K der Gestalt, dass Omega gleich K mal Vp ist. Vp ist die Phasengeschwindigkeit. Und ohne Beschränkung der Allgemeinheit, auch daran nochmal erinnert, können wir annehmen, dass Omega größer gleich 0 ist. Wenn Omega kleiner 0 wäre, würden sich einfach die Bedeutungen von Phi plus und Phi minus im Wesentlichen umdrehen. Ja, und damit können wir jetzt natürlich auch hinschreiben, wie die Lösung der kugelsymmetrischen homogenen Wellengleichung ist. Das ist eben jetzt, da müssen wir nur noch einmal durch 1 durch R dividieren, 1 durch R mal diese Summe von Psi plus und Psi minus. Und nochmal zur Erinnerung, dass Psi plus, also da wo steht Omega T plus K mal R, das sind einlaufende Wellen. Bei den ebenen Wellen hatten wir noch gesagt, rückwärts laufende Wellen. Also Wellen, die sich in Richtung minus der Koordinate bewegen, die hier steht. In dem Fall also minus der R-Koordinate. Und das entspricht bei einer kugelsymmetrischen Anordnung ja gerade dem, dass das einlauft ist, also sich in Richtung Ursprung bewegt. Und die andere Lösung mit dem Minus hier im Argument, das ist eine, wo sich die Wellenfronten in positiver R-Richtung bewegen. Sprich, das sind jetzt auslaufende Wellen. Bei den ebenen Wellen hatten wir das hinlaufende und rücklaufende Wellen genannt. Ja, und damit haben wir eine neue Klasse von Lösungen gefunden und die Eigenschaften können wir sofort ableiten aus den schon bekannten Eigenschaften der Ebenenwelle. Das sind nämlich erstens, wenn wir die Phase betrachten, Phi plus minus gleich Omega T plus oder minus K mal R, dann ist die offensichtlich nur abhängig von R, also vom Betrag des Ortsvektors. Und damit sind die Phasenflächen, also die Flächen gleicher Phase, Kugelflächen. Keine Ebenen, wie bei den Ebenenwellen, sondern jetzt eben Phasenflächen sind Kugelflächen. Daher natürlich auch der Begriff Kugelwellen. Das zweite, liest man auch direkt ab, der Betrag ist hier 1 durch R. Bei den Ebenenwellen hatten wir die Eigenschaft, dass sich der Betrag gar nicht verändert. Da waren also Phasenflächen auch Flächen gleicher Werte. Das ist hier nicht mehr so, sondern hier nimmt tatsächlich der Wert auf den Phasenflächen dann eben auch mit 1 durch R ab. Für eine harmonische Zeitabhängigkeit und wir werden die harmonischen Kugelwellen als die Kugelwellen im engeren Sinne betrachten. Für harmonische Zeitabhängigkeit können wir natürlich wieder auf den Phasor übergehen und Phi plus minus ist dann eben 1 durch R, ein komplexer Vorfaktor A plus oder minus und dann die komplexe Raum- und Zeitabhängigkeit E hoch J Omega T plus minus K mal R. Ganz analog zu dem, was wir bei den Ebenenwellen eingeführt hatten.
Ja, und die Phasengeschwindigkeit, hier oben steht es auch schon definiert wie immer, Phasengeschwindigkeit ist dann eben gleich minus oder plus Omega durch K. Und das ist minus oder plus Lichtgeschwindigkeit, das ist ja nichts anderes als die Phasengeschwindigkeit im Vakuum, dividiert durch den Brechungsindex N. Und für Kugelwellen, ebenso wie wir es auch schon für ebene Wellen hatten, ist eben die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium, die wir mit Vc bezeichnet hatten, auch identisch mit der Phasengeschwindigkeit. Ja, und der Abstand von Flächen gleicher Phase, auch das ist, glaube ich, relativ klar anhand von dem, was wir schon analysiert hatten bei den Ebenenwellen. Das ist eben wieder 2π, das heißt, es gilt die Beziehung k mal Lambda ist gleich 2π. K die Wellenzahl, Lambda die Wellenlänge und das ist gleich 2π oder eben k gleich 2π durch Lambda. Ja, versuchen wir das mal uns zu veranschaulichen, zu visualisieren. Dafür können wir ein Beispiel wählen. Wir setzen jetzt einfach mal die Frequenz auf 1 GHz. Wir gehen ins Vakuum, das heißt, die Phasengeschwindigkeit ist tatsächlich jetzt die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Und das, was hier dargestellt ist, das wäre eben die Situation zum Zeitpunkt t gleich 0 Nanosekunden. Und das hier wäre jetzt eine Ebene, die durch den Ursprung geht und in den verschiedenen Farbtönen ist eben die Amplitude dargestellt in beliebigen Einheiten. X- und Y-Koordinate sind jeweils in Meter dargestellt, ein Bereich von jeweils plus, minus, von minus 1 Meter bis plus 1 Meter. Und ja, die Wellenlänge können Sie hier natürlich schon im Prinzip auch ablesen, besser vielleicht noch an dieser Darstellung entlang der Radialrichtung. Und auch hier hätten wir jetzt eben eine Komponente, also zum Beispiel das E-Feld, in dieser Richtung sich entwickelnd. Und die blaue Linie ist hier die einhüllende mit 1 durch R. Und man sieht natürlich, man hat gegen R gegen 0 hier tatsächlich ein Problem, weil die Amplitude dann divergiert. Das ist wieder so eine ja, typische Situation, wenn wir nur den Ursprung betrachten, dann können wir da, ähnlich wie bei einer Punktladung, da hat man das schon diskutiert, eine Singularität haben. Das ist jetzt kein wirklich physikalisches Problem, weil am Ursprung müsste ja jetzt hier bei einer auslaufenden Welle auch immer eine Struktur sein, die diese Welle erzeugt. Das heißt, R gleich 0 ist sowieso ein Punkt, den man hier eigentlich nicht anzuschauen braucht. Und deshalb ist er hier in dieser Darstellung jetzt auch, also dieser weiße Fleck, den Sie hier sehen, das ist einfach ein Aussparen des Gebietes um den Ursprung, damit Sie hier die Amplituden überhaupt sehen. Wir werden uns hier anschauen tatsächlich nur die auslaufende Welle und Sie können sich dann entsprechend durch Zeitumkehr vorstellen, wie diese Welle auch einläuft. Wenn wir jetzt, ich hatte ja eben schon gesagt, das ist nur das E-Feld, wenn Sie jetzt auch das B-Feld zum Beispiel darstellen würden, dann, das werden wir gleich sehen, würde das wieder senkrecht dazu stehen und wieder in Phase sein. Und auch alles, was wir über Polarisation gesagt haben, können Sie übertragen auf diese Kugelwellen. Gut. Ja, dieses Bild können wir jetzt natürlich auch laufen lassen, sehen also jetzt, wie sich die Zeit entwickelt und dann eben hier diese auslaufende Welle sich eben hier darstellt. Ich sage nochmal, auch dieses Programm hier, mit dem Sie die Bilder erzeugen, auch das liegt im OER-Ordner der Professur, sodass Sie da mit den Parametern auch entsprechend wieder rumspielen können. Gut, ja, das soll hier an der Stelle dann auch im Video reichen. Gut,
Ich hatte schon gesagt, wir werden uns jetzt auch die Felder betrachten. Das hat man bei den Ebenenwellen ja auch schon gesehen, dass wir durch explizites Ausnutzen der Maxwell'schen Gleichungen jetzt aus einer Lösung für Psi tatsächlich auch auf die Lösungen für die Felder kommen können. Das wollen wir jetzt machen. Also klar ist natürlich, dass formal die Lösung der homogenen Wellengleichung für das elektrische Feld und für die magnetische Flussdichte, zum Beispiel die beiden, die gleiche Form haben wird. Aber zusätzlich sind diese Größen eben auch über die Maxwell-Gleichungen miteinander verkoppelt. Und wenn also zum Beispiel das E-Feld gegeben ist in dieser Art und Weise, dann könnten wir zunächst mal ganz analog auch das B-Feld hinschreiben in dieser Art und Weise. Und das würde uns jetzt aber noch nichts über die Orientierung von E und B zueinander aussagen. Diese Aussagen bekommen wir aber ganz analog zu der Herleitung bei den ebenen Wellen. Dadurch, dass wir also zum Beispiel uns anschauen, was ist denn Divergenz E? Wir sind im homogenen Fall, das heißt, die Quellen spielen keine Rolle. Wir haben also keine Ladungsdichte. Damit ist Divergenz E gleich 0. Und Divergenz E können wir auf der anderen Seite aber auch hinschreiben, wenn wir den entsprechenden Operator in Kugelkoordinaten hinschreiben und uns klar machen, dass wir auch hier eben nach wie vor nur eine R-Abhängigkeit haben, dann ist die Divergenz, schreibt sich die Divergenz eben in dieser Form, wie es hier steht. Und das können wir auch nochmal umschreiben, bekommen den Ausdruck, der hier in der zweiten Zeile steht. Jetzt soll das ja gleich 0 sein. Es soll aber gleich 0 sein, natürlich für beliebige k und für beliebige r. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, naja, dieser Klammerausdruck hier hinten, der kann natürlich für ausgewählte k und für ausgewählte r gleich 0 werden. Das würde uns aber nicht weiterhelfen. Das heißt, etwas anderes muss 0 werden, die E-Funktion sicherlich auch nicht. Also bleibt nur, dass hier vorne E0 skalar multipliziert mit R eben gleich 0 ist. Mit anderen Worten, E ist senkrecht zum Ortsvektor R. Und der Ortsvektor R ist ja gleichzeitig auch die Ausbreitungsrichtung. Also hätten wir hier schon die Aussage, dass E senkrecht zur Ausbreitungsrichtung ist. Und mit Divergenz B gleich 0 könnten wir natürlich genauso einsetzen und kämen auf die Aussage, dass auch B senkrecht zur Ausbreitungsrichtung ist. Das heißt, beide Felder, E als auch B, sind beide transversale Felder. Und wieder ganz analog zu dem, was wir bei den ebenen Wellen gemacht haben, können wir auch das Induktionsgesetz nutzen. Rotation E gleich minus dB nach dt, beziehungsweise, wenn wir es für die Phasoren hinschreiben, minus JK ER, das ist ja unser EK, Kreuz E ist gleich minus J Omega mal B. Also einfach ausgenutzt, dass wir für die spezielle räumliche und zeitliche Abhängigkeit einer harmonischen Welle eben sowohl Rotation als auch dd nach dt in entsprechend algebraische Ausdrücke umformen können. Ja, und hiermit folgt nun unmittelbar, dass sich lokal wieder um eine TEM-Welle handelt. Wir wissen schon, das Magnetfeld ist transversal, das elektrische Feld ist transversal und müssen eigentlich nur noch zeigen, dass jetzt beiden Größen E und B auch noch aufeinander senkrecht stehen. Und das macht man einfach, indem man hier in diese Beziehung einsetzt, nach B auflöst, bekommt offensichtlich dann diesen Ausdruck heraus. Und auch das ist das genau der gleiche Ausdruck, den wir von den ebenen Wellen schon kennen. Das heißt, E, B und K bilden wieder ein orthogonales Rechtssystem. Und das war genau das, was wir auch als TEM-Wellen bezeichnet haben. Also auch bei den Kugelwellen haben wir lokal für jeden Punkt
immer diese Beziehung, dass T, dass E, B und K ein orthogonales Rechtssystem bilden. Natürlich verändert sich das dann, verändern sich die Richtungen von E und B und K für die Punkte auf der Kugelschale, aber überall bleibt diese Beziehung bestehen, dass E, B und K ein orthogonales Rechtssystem bilden. Wenn wir schon dabei sind, etwas über E und B bzw. über E und H auszusagen, können wir an dieser Stelle auch den Wellenwiderstand einführen. Wir hätten das auch schon bei den ebenen Wellen machen können, weil wir machen es jetzt hier an dieser Stelle. Und zwar definieren wir den Wellenwiderstand als Verhältnis E0 zu H0. Und das H0 können wir natürlich umschreiben auf ein B durch μ, sodass wir diesen Ausdruck bekommen. Und ja, wenn wir jetzt die BE-Beziehung, die wir hier oben gefunden haben, einsetzen, dann stellen wir fest, das ist eben gleich μ mal die Phasengeschwindigkeit. Da aber hier bei Ebenenwellen, bei Kugelwellen die Phasengeschwindigkeit und die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium identisch sind, ist das auch gleich μ mal die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium. Und wenn Sie jetzt die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium, die Epsilon-μ-Abhängigkeit einsetzen, bekommen Sie, dass das insgesamt dann eben Wurzel aus μ durch Epsilon ist. Das ist hier jetzt reell, aber im Allgemeinen natürlich eine komplexe Größe. Wichtig ist auch der Wellenwiderstand des Vakuums. Den sollte man tatsächlich auch als numerische Größe wissen, weil der immer wieder auftaucht. Wenn ich also jetzt die Feldkonstanten des Vakuums einsetze, μ0 und ε0, könnte ich das auch umschreiben als μ0 mal c. Und wenn Sie sich jetzt die numerischen Werte anschauen, μ0, 4π mal 10 hoch minus 7, c, 3 mal 10 hoch 8, dann ist klar, dass das innerhalb der Grenzen, die wir über die Genauigkeit hatten wir ja schon geredet, also natürlich ist c nicht genau 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde, aber innerhalb der Grenzen wäre das dann eben 120 Pi Ohm. 120 Pi Ohm ist eine gute Approximation für den Wellenwiderstand des Vakuums. Und wenn Sie das numerisch dann nochmal ausrechnen, dann ist das ein Wert von ungefähr 377 Ohm. 120 Pi Ohm, 377 Ohm, das sind Werte, die an ganz vielen Stellen immer wieder auftauchen. Und Sie sollten wissen, wo das herkommt. Gut, also wir haben jetzt zwei Klassen von TEM-Wellen gefunden. Das sind auch ganz, ganz wesentliche Klassen von TEM-Wellen, nämlich die Ebenenwellen und die Kugelwellen. In beiden Fällen bilden B, E und K auch ein orthogonales Rechtssystem. In beiden Fällen sind E und B in Phase. Alles das, was wir über die Polarisation von ebenen Wellen gesagt hatten, das können Sie tatsächlich auch hier auf die Kugelwellen übertragen. Das sind also sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zwischen beiden. Und sowohl die ebenen Wellen als auch die Kugelwellen sind ganz, ganz wichtige Größen, insbesondere auch in ihrer harmonischen Formulierung. Nochmal zur Erinnerung, diese harmonische Formulierung, wir werden das übrigens später auch nochmal genauer sehen, ist natürlich keine wirkliche Einschränkung, weil Sie können im Prinzip immer durch Überlagerung von verschiedenen harmonischen Beiträgen dann auch beliebige Zeitabhängigkeiten sich konstruieren, also eine Fourier-Synthese machen. Aber eine Frage, die sich hier an dieser Stelle natürlich aufdrängt, ist die, ob denn jetzt elektromagnetische Wellen immer TEM-Wellen sind. Wir haben das jetzt an zwei Stellen gesehen und daher steht natürlich jetzt die Frage im Raum, ist das immer so? Und die Antwort ist nein. Wir haben beispielsweise eben auch transversal elektrische und transversal magnetische Wellen. Das wären also solche, bei denen nur das E-Feld transversal ist oder nur das Magnetfeld transversal. Und ein
Beispiel, wie es dazu kommen kann, das werden wir uns jetzt anschauen. Es kommt später mehr, also insbesondere bei den Hohlleitern wird das eine große Rolle spielen. Die haben wir aber jetzt noch nicht, aber es ist ein guter Moment, sich schon mal anzuschauen, dass eben andere Lösungen tatsächlich existieren. Und dafür betrachten wir einfach mal eine Überlagerung zweier ebener Wellen. Die sollen die gleiche Frequenz haben, die sollen die gleiche Amplitude haben, die sollen die gleiche Phasenlage haben, aber sie sollen sich in unterschiedlicher Richtung ausbreiten. Also einfach zwei ebene Wellen, die sich in unterschiedlicher Richtung ausbreiten. Wenn sie sich in unterschiedlicher Richtung ausbreiten, dann werden wir das immer so legen können, dass wir die Z-Richtung als winkelhalbierende zwischen diesen Ausbreitungsrichtungen haben. Also wir haben eine Ausbreitungsrichtung K1, eine Ausbreitungsrichtung K2 und wir legen jetzt einfach das Koordinatensystem, so wie das auch hier gezeigt ist, dass eben die Z-Richtung die winkelhalbierende zwischen diesen beiden Ausbreitungsrichtungen ist. Das geht offensichtlich immer. Und zum anderen legen wir jetzt die X-Richtung in Richtung der elektrischen Feldstärke und die Y-Richtung ergibt sich ja dann als dritte Richtung in diesem Koordinatensystem, sodass sie zu einer solchen Anordnung kommen. Und senkrecht zur Ausbreitungsrichtung, das ist diese schraffierte Linie hier oder beziehungsweise auch diese schraffierte Linie, das wären jetzt die Phasenflächen einmal zu der einen Welle hier. Und das hier wäre die Phasenfläche zu der Welle, die sich in der Richtung ausbreitet. Und einfache Geometrie. Und natürlich kann man sich jetzt auch die Überlagerung dieser beiden Wellen anschauen. Das wollen wir kurz machen. Dafür schreiben wir einfach mal E1 und auch B1 hin. E1 hat ja, so wie wir das hier gewählt haben, offensichtlich nur eine X-Komponente und die nennen wir E1x. Dementsprechend ergibt sich dann dieses hier als B1. Analog können wir das auch hinschreiben für E2 und wir haben ja angenommen, dass die Amplitude die gleiche sein soll. Deshalb steht hier auch E1x jetzt aber eben Einheitsvektor in Richtung K2. Übrigens, ich sehe gerade, hier muss natürlich Einheitsvektor EX stehen, so wie das hier oben auch steht. Also Vorsicht, hier steht nicht EK2, sondern EX. Und für das B-Feld entsprechend natürlich analog zu der Rechnung hier auch das andere. Ja, und wir müssen weiterhin beachten, dass K1 und K2 nicht unabhängig voneinander sind, weil wenn ich K1 hinschreibe, naja, negative Y-Komponente, also minus KY, EY plus KZ mal EZ, eine X-Komponente hat er ja nicht, dann unterscheidet sich K2 nur in der Y-Komponente. Aus der Komponente minus KY wird für K2 hier die Komponente plus KY. Und damit kann man jetzt die Überlagerung problemlos hinschreiben. Also sie bilden einfach E1 plus E2 bzw. B1 plus B2 und erkennen schnell dann, dass sie das in dieser Form bzw. in dieser Form hinschreiben können. Die Ausdrücke Cosinus KYY bzw. Sinus KYY kommen jeweils aus der Überlagerung der komplexen E-Funktionen. An diesen beiden Ausdrücken können Sie jetzt natürlich ablesen, dass das zunächst mal wieder die Überlagerung eine Welle ist, die sich in Z-Richtung bewegt. Also E1 bewegt sich in K1-Richtung, E2 bewegt sich in K2-Richtung, aber aufgrund der Art und Weise, wie wir das gelegt haben, wird sich die Überlagerung jetzt in Z-Richtung entwickeln. Das steht einfach hier in diesem Ausdruck und wir sehen sofort natürlich, dass E nur eine X-Komponente hat.
B hat aber sowohl eine Y-Komponente als auch eine Z-Komponente. Das heißt, E ist transversal zur Ausbreitungsrichtung, aber B ist nicht transversal oder nicht rein transversal zur Ausbreitungsrichtung, weil es in B auch eine longitudinale Ausbreitungskomponente gibt, also eine Komponente in Ausbreitungsrichtung. Deshalb haben wir hier keine TEM-Welle, sondern eine TE-Welle, die in Z-Richtung propagiert. Manchmal finden Sie in der Literatur dafür auch den Wert, den Ausdruck, die Bezeichnung H-Welle. Und analog, wenn wir jetzt die Rollen von B und E vertauschen würden, dann kämen Sie auch auf TM-Wellen, also auf transversal magnetische Wellen. In dem Fall hätte also das elektrische Feld dann eine Komponente in Ausbreitungsrichtung. Und die TM-Wellen werden in der Literatur auch manchmal als E-Wellen bezeichnet. Ganz interessant ist, wenn wir uns jetzt nochmal die Phasengeschwindigkeit anschauen, und Sie können eigentlich anhand dieses Bildes schon ahnen, was jetzt passiert. Die Überlagerung wird ja propagieren in Richtung Z. Das heißt, wir hätten ja diese Phasenfläche und diese Phasenfläche, die sich hier in diesem Punkt überlagern. Und wenn wir uns die Bewegung von diesem Punkt betrachten und mal für den Moment mal durchspielen, wie sieht das für unterschiedliche Alpha aus, dann ist natürlich klar, dass wenn Alpha 0 ist, das heißt, wenn die beiden Beiträge in die gleiche Richtung propagieren, dann wird auch dieser Punkt hier mit der Phasengeschwindigkeit der Einzelwellen propagieren. Aber je größer dieser Winkel ist, je größer Sie das Alpha machen, desto schneller wird sich tatsächlich auch dieser Punkt hier bewegen müssen, einfach weil er in der gleichen Zeit eine längere Strecke zurückzulegen hat. Vollkommen entartend tut das ja für den Fall Alpha gleich 90 Grad, wo dieser Punkt dann im Unendlichen liegt. Und das kann man natürlich auch ausrechnen und das werden wir jetzt machen. Das heißt, wir schauen uns für TE und TM-Wellen jetzt mal die Phasengeschwindigkeit an. Und müssen die jetzt hier natürlich so definieren, dass das nicht Omega durch irgendein K ist, sondern Omega durch KZ, weil die Ausbreitung findet ja in der Z-Richtung statt. Für die einzelnen Wellen haben wir eine Ausbreitungsgeschwindigkeit VC, Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium. Das ist ja auch gleich die Phasengeschwindigkeit für diese Einzelwellen. Das ist also Omega durch K. Und k ist aber Wurzel aus ky Quadrat plus kz Quadrat, sodass wir kz auch ausdrücken können als Wurzel aus Omega Quadrat durch vc Quadrat minus ky Quadrat. Dieses kz können wir hier oben natürlich für die Phasengeschwindigkeit einsetzen. Das ist dieser Ausdruck. Und wenn wir das dann noch ein bisschen umformen, dann bekommen Sie den Ausdruck hier, aus dem Sie sofort ablesen können, dass diese Phasengeschwindigkeit also größer oder gleich der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium ist. Das heißt, hier ist also bei den so konstruierten TE- und TM-Wellen ist also die Phasengeschwindigkeit mindestens so groß wie die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium. Und wenn wir jetzt das Vakuum betrachten würden, dann wäre das also ein Fall, wo die Phasengeschwindigkeit hier mindestens die Lichtgeschwindigkeit ist. Das heißt, wir haben hier ein schönes Beispiel dafür, dass Phasengeschwindigkeiten sehr wohl größer sein können als die Lichtgeschwindigkeit. Sie kennen aus der speziellen Relativitätstheorie, wahrscheinlich sogar noch aus der Schulzeit, die Aussage, dass die Lichtgeschwindigkeit eine Obergrenze für Geschwindigkeiten ist. Das gilt aber nur für Geschwindigkeiten, mit denen auch Information übertragen werden kann. Und die genaue Analyse zeigt, dass man mit der Phasengeschwindigkeit eben keine Information übertragen kann. Deshalb ist diese Verletzung
oder diese Überschreitung der Lichtgeschwindigkeit hier aus der Perspektive der speziellen Relativitätstheorie überhaupt kein Widerspruch, ist überhaupt kein Problem. Aber man muss es wissen und sich dann eben nicht darüber wundern, dass hier Phasengeschwindigkeiten größer als die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium auftreten können. Außerdem sehen wir hier auch ein Beispiel dafür, dass Phasengeschwindigkeit und Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium überhaupt auch unterschiedlich sind. Bei den Ebenenwellen, bei den einzelnen Ebenenwellen und bei den Kugelwellen hatten wir ja bisher immer nur den Fall gesehen, dass diese Geschwindigkeiten identisch sind. Und an der Stelle wird jetzt also klar, dass es durchaus auch sinnvoll war, unterschiedliche Formelbuchstaben dafür einzuführen. Gut, ja, und mehr tatsächlich zu TE und TM-Wellen werden wir dann im Kapitel über Hohlleiter auch noch kennenlernen. Bis dahin ist es aber noch ein Stück. Gut, ja, damit wären wir für heute dann auch wieder am Ende angekommen. Und ja, wie immer an der Stelle danke ich Ihnen natürlich für die Aufmerksamkeit und verweise Sie auf die Webseite, auf der Sie auch zusätzliche Informationen finden können. Besten Dank, bis zum nächsten Mal.